Ursula. Das Uschi. Hier sind lauter Steine. Oh! Oh! Das ist ja richtig gruselig! Hallo! Oh oh, endlich bist du da! Hallo, Heldin! Moment, ich soll ein großes, furchterlegendes Schneemonster sein. Brüll! Ich bin der Schneebestie! Ich habe super große Eiszapfenzähne und blaue, leuchtende Augen! Mein Name ist Marshmafrost Mintwissel. Ah, ich habe schreckliche Angst. Nein, ich bin's, Olaf. Du musst keine Angst haben. Zum Erhalten des Schlüssels, mein Rätsel musst du lösen. Ich hoffe, du magst Rätsel. Genauso wie ich. Das erste, ich bin kalt, habe spitze Argumente, aber ich rede nicht. Was bin ich? Kalt? Ein streitlustiger Pantomime im Schneesturm. Möchte es gerne nehmen. Ich schätze mal, der Eiszapfen ist richtig, aber der streitlustige Pantomime im Schneesturm gefällt mir besser. Ach komm, wir nehmen den Eiszapfen. Das ist richtig, gut gemacht. Ich habe es mir selbst ausgedacht. Ich meine, brüll, das nächste errätst du nicht. Keine Sorge, ich glaube an dich. Ich bin immer hoch oben. Manchmal kann man mich nicht sehen. Ich kann Dinge aus großer Entfernung schmelzen und verbrennen. Was bin ich? Ein Superleser auf der Spitze eines Turms mit einem Unsichtbarkeitsschalter. Du bist die Sonne. Du bist wirklich gut. Und das macht mich wütend, weil ich ein grantiges Monster bin. Hier, das ist das letzte Rätsel. Achtung, dieses Rätsel reimt sich. Keine gleich der anderen. Wir fallen langsam vom Himmel herab. Wir erscheinen, wenn es kalt ist, und wir tanzen sachte auf und ab. Also ohne es zu lesen, die Schneeflocke, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, Herbstlaub. Erste Herbstlaub. Schneeflocken. Genau, wow, du hast wirklich Talent im Lösen von Rätseln. Und jetzt, die wilde Schneebestie Marshmafrost Mintwissel gibt dir ihren Schlüssel. Blam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wusstest du, dass Kolibris rückwärts fliegen können? Die Heldin kehrt mit dem zweiten Schlüssel in der Hand zu ihrer Geschichtenerzählerin zurück. Marshmafrost Mintwissel ist besiegt. Die Heldin braucht noch einen Schlüssel, um die Truhe zu öffnen und das Königreich zu retten. Aber die Prinzessin besitzt den letzten Schlüssel und sie wird vom bösen Superhirn in seinem Monsterlabyrinth gefangen gehalten. Wo ist das Superhirn? Ich bin bereit. Immer mit der Ruhe, Heldin. Du hast dich von einer einfachen Landwirtin zu einem zaubernden Schneeungeheuer bekämpfenden Champion entwickelt. Aber du musst dich trotzdem vorbereiten. Bewaffne dich mit deinem Pixelschwert und braue ein paar Tränke. Nicht schon wieder. Danach musst du im Schloss von Arendelle nach einem Bestarium suchen, das in einem alten Buch über Tiere, das in einem Vorteil gegenüber dem vergnügungssüchtigen Superhirn verschaffen wird. Wenn du bereit bist, begib dich zum wahren Ort für die Aufgabe. Die Minen auf der sonnigen Ebene.
Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich hoffe, ich habe noch Bubble Tea. Ich hoffe, ich habe noch das Bubble Tea, was ich nicht gebraucht habe im Kühlschrank. Oder hatte ich das aufgebraucht? Ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir jetzt noch Bubble Tea kochen. Der Daus. Ja, ich denke auch, dass ich den nicht getrunken hatte, tatsächlich. Ich glaube auch, dass ich den hier noch im Kühlschrank. Ich hoffe es, dass ich. Ach, ich habe die Kühlschränke ja umgestellt. Das muss ich jetzt mal gucken, in welchem. Bubble Tea. Bubble Tea. Einen habe ich aber getrunken irgendwie, oder? Das ist auch noch Bubble Tea. Ich habe alle drei. Warum nicht? Ach, nur mit Himbeere. Auch nur Himbeere. Okay, warte mal. Den brauchen wir. Den brauchen wir nicht und den brauchen wir nicht. Dann muss ich aber trotzdem noch zwei machen. Dilit, natürlich. Ja, unter was muss so eine Bubble Tea suchen? Und der Haar, ne? Für Himbeere, ne? Da. Bubble Tea mit Himbeere. Bei Nachtisch, ja, ihr habt gefunden. Da haben wir ja Glück, dass wir noch ein bisschen Tee übrig hatten, ne? So. Finde das Monster Bestiarium. Bestiarium. Was im Schloss Arendelle? Dann wollen wir mal. In einem Buch, ne? Es war doch ein Buch, so hieß es doch, oder? Oder muss ich wieder durchs ganze Schloss laufen? Was liegt hier noch? Dagoberts Bilanzbuch, natürlich.
Bei Anna im Schloss bei Arendelle, oder? Ach ja! Ich bin ja in unserem Schloss. Oh, ich bin so blond, echt. Natürlich. Hat mal eine Dorne gefunden. Es ist wirklich heute mit den Dornen, das ist doch merkwürdig, oder? Betrete das Versteck des Superhirns, die Vitalis Minen auf der sonnigen Ebene. Lucanis Monster Bestario. Auf der Vorderseite des Buches klebt ein Stück Papier mit einem handgezeichneten sechsarmigen Monster. Warum? Ich bin echt zu faul zu laufen. So. Dann gehen wir mal hier rein. Mal sehen, was uns erwartet. Welches sechsarmige Monster. Venelope sagte, Stitch dir das zu geben. Taka, neues Level. Jetzt wir spielen. Ra, du Held, hier um mich aufzuhalten. Eine Landwirtin? Hahaha. Ich werde die Prinzessin retten. Du versuchen, aber nicht schaffen. Du nur Prinzessin bekommen, wenn Monster Labyrinth überleben. Großer Wächterdrache muss besiegt werden. Wiedersehen, Aloha. Großer Wächterdrache. Bin ich ja mal gespannt, wer großer Wächterdrache ist. Also, wir haben hier eine Tür und da eine Tür. Okay. Reiche den Drachen in den Vitalis Minen, indem du die Türen aufbrichst und gegen Monster kämpfst. Okay. Extra spickst du extra Spitzhacke. Ha! Ich hätte auch die andere Tür nehmen können. Oh Gott! Hilfe! Monster! Oh wei! Hallo Beringer! Nimm dies! Und nimm das! Und dieses auch noch! Ich bin hier, um euch alle zu besiegen! Ich habe keine Angst vor euch! Warum gerade in diesem blöden Ding hier? Diese Kamerafahrt ist wirklich echt übel. Und Bonschen habe ich auch noch gefunden.
Ihr könnt mich alle nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten, die Prinzessin zu retten. Niemand. Nimm dies und das und jenes und welches. Oh, schon wieder 3 Monster, 4 Monster. Niemals habe ich Angst vor euch. Bäm und Boom und Kataratatsch und Klingeldengel und so. Oh. Diese Bonschen geben mir noch mehr Superkraft. Oh, Feuermonster. Das ist doch kein Ende nicht. Nimm dies hier. Warum nimmst du das nicht? Oh. Dann gehe ich dran vorbei. So. Wenn ich euch nicht töten kann, dann gehe ich dran vorbei. Gib mir meine Prinzessin wieder. Gib sie mir wieder. Ihr könnt mich nicht einfach besiegen. Das geht nicht. Also die Feuerdrachen kann ich nicht besiegen. Warum nicht? Warum kann ich die Feuerdrachen nicht besiegen? Was gibt es nicht? Muss ich euch gießen? Oh, warte, mit der Gießkanne. Nimm doch mal die Gießkanne. Nimm die Gießkanne. So. Ha! So besiegt man Feuer. Ich wusste, ich kann's. Bin halt die Beste. Wenn alle anderen nicht da sind. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ich habe alle Monster besiegt. Nur noch die hier vorne. Zack. Und zack. Vielleicht mit der Gießkanne. Ja, genau. Und ich habe nicht Chat gelesen. Ich bin tatsächlich von ganz alleine drauf gekommen. So. Noch eine Tür. Ich nehme meine glänzende Spitzhacke. Das wäre doch gelacht. Ein Supermonster. Oh, der Drachen ist tot. Ich habe ihn besiegt. Er konnte mir nichts. Er konnte mir gar nichts. Aber schon wieder eine Tür, die ist zu überwinden. Geld. Geschafft. Oh, Bass, hilf mir. Horch, der Held ist gekommen, um den letzten Schlüssel zu holen. Bin hier, um dich zu befreien. Ich weiß die Mühe zu schätzen. Natürlich habe ich eine clevere Flucht geplant, falls du nicht kommen würdest. Hier, nimm den letzten Schlüssel, nachdem der Drachen des Superhirns besiegt ist. Kannst du die Truhe aufschließen? Danke, Prinzessin Lightyear. Jederzeit, Heldin. Als Vanellope mich bat, mitzuspielen, hatte ich keine Ahnung, dass wir so viel Spaß haben würden. Ich hielt es für meine Pflicht, als Space Ranger und als Spielzeug daran teilzunehmen. Aber jetzt ist es an der Zeit, aus diesem Kerker zu fliehen. Gehe voraus, tapfere Heldin. Ich halte dir den Rücken frei. Ja, Trina im Superheldenmodus, ja. Hallo, Fenrir, einen wunderschönen Prinzessin Lightyear. Aber hier kommen wir nicht weiter. Hier ist alles zu. Prinzessin Lightyear, folgen Sie mir. Keine Tür. Oh Gott, was ist das da? Keine Tür ist mir gewappnet. Neue Monster stehen auf der Fläche. Nimm dies und das. Und jenes. Und dann sammle ich welches. Ich habe sie alle besiegt. Jeden einzelnen. Oh, neue Monster. Wir schlagen uns durch. Haltet mir den Rücken frei. Boom und bam. Und noch einmal. Und hier noch einen. Euch kriege ich allesamt. Ihr könnt mir nichts entgegensetzen.
Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht rauskämen. Ein wilder, reißender Fluss, das macht nichts. Wir laufen drüber. Aber hier gibt es noch eine Tür. Eine haben wir noch. Und auch die konnte mir nicht standhalten. Hallo. Hey, Superhirn. Ich habe deine Drachen besiegt. Das Böse wird niemals siegen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Das Böse wird niemals siegen. Böse muss siegen. Brüll, Rache. Eigentlich keine Geschichte mehr für Stitch. Geh nach draußen. Dankeschön. Katabakaduka. Okay, damit haben wir... Oh, er spielt mir rein. Wir müssen raus. Wir gehen. Wir haben das Böse besiegt. Und das ganz ohne Bubble Tea Himbeer. Ganz ohne Bubble Tea Himbeer. So, triff auf Vanellope. Sag, willst du ein Rennen fahren? Fungions und Dragons, was soll ich machen? Stelle sicher, dass du alle Schlüssel hast und treff mich in der Geheimnisvollen Truhe. Ach Mann, der Weg ist so weit. Moin Moin der werten Gesellschaft. Das ist schön, dass du auch außerhalb von Seven Days hier reinschaust. Da freue ich mich. Wir müssen hier, Wald der Dingsbums. Ja, da müssen wir hin. Eine Blonde mit Kryptonithacke. Ja, genau. Das ist die Heldin, die gerade die bösen Monster besiegt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hin? Da hinten. Die wohnt ja da. Und dann bin ich ja mal gespannt, was in der Truhe drin ist. Ich hoffe, das heiß ersehnte. Ich hoffe, es ist das heiß ersehnte. Alle drei Schlüssel abgegeben. Die Heldin kehrt zurück, siegreich und bedeckt mit stinkenden, schleimigen Drachenschleim. Gib mir die Schlüssel, wir öffnen die Truhe gemeinsam. 3, 2, 1, geöffnet. Aufgabe abgeschlossen. Öffne jetzt die Truhe und sieh nach, was sich darin befindet. Oh, die Ehre, das Königreich zu retten, gehört ganz dir, Heldin. Genauso wie die Schätze darin. Toll, ich habe ganz viele Pappaufsteller bekommen. Als du die Truhe öffnetest, explodierte der ganze Spaß aus dem Königreich, der aus dem Königreich gefehlt hat. Es war hell, bunt und funkelte. Danke, Heldin, dass du dem Tal, dem Königreich, für immer Spaß zurückgebracht hast. Nutze diese Dekorationen, um immer wieder neue Abenteuer zu erleben und niemand hier wird sich jemals wieder langweilen. Warte! Das war noch nicht alles. Hier ist dein letzter Schatz. Eine Rückblende auf unsere erste gemeinsame Zeit. Ich habe sie endlich fertiggestellt. Ich hab's. Stell das Kart am Dorf auf, wo es dir gefällt. Oh, fantastische Heldin. Betrachte es als ein Denkmal für unsere Großartigkeit. Danke fürs Mitspielen. Jetzt weiß ich, was für ein Spaß das Tal sein kann. Ich glaube, das Auto. Keine Zeit zum Schlafen, hier gibt es so viel zu entdecken. Warte mal, du bleibst noch da. Behalte ich noch mal ein bisschen im Schlepptau. Ich habe es bekommen.
Oh. Oh, du. Ich werde es instant aufstellen. Oh, wir haben so viel Zeug, ich weiß gar nicht. Guck mal, wir haben das Motorrad, wir haben die Kutsche, wir haben die Kürbiskutsche, wir haben den Schlitten. Können wir nicht irgendwo einen Fuhrpark machen oder sowas? Irgendwie so eine Ecke, wo man alle... Wir haben so viel Fahrzeuge eigentlich. Da ist es. Oh, wow, 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 wow. Warte mal. Immer langsam. Drehen. Ich will's sehen. Ohohoho. Ich hab's mir größer vorgestellt. Aber egal, kann man das nochmal kaufen? Das sieht ja wohl hammergeil aus, oder?